Hä, wo ist denn jetzt? Ich hätte es wissen müssen. Meine Mutter ändert sich einfach nie. Naja, ich bin die letzten 10 Jahre ohne sie klargekommen, damit der Rest meines Lebens ein Kinderspiel. Was ist denn los? Lange traurige Geschichte mit meiner Mutter in der Hauptrolle. Ja, es klingt blöd, aber hey, das Leben ist einfach zu kurz für schlechte Laune. Hast du noch welche von den Pillen? No, Senor. Was bist denn du so gut drauf? Du hast doch jetzt Unterricht. Ja, eben. Also ich habe schlechte Laune, wenn ich lernen muss. Ja gut, ich natürlich nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass ich nicht alleine lerne. Natalie hat es einfach total drauf, mir öde Grammatik so weit zu bringen, dass ich nicht einschlafe. Also, mach's gut. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich glaube, ich lerne Spanisch. Mit Natalie? Das ist ja wohl voll untertrieben. Nur weil Helena da selber ein Picknick vorbereitet hat, heißt das doch noch lange nicht, dass sie... Es geht doch nicht um das Picknick. Es geht darum, um die ganze Art. Sie will etwas aus mir machen, was ich nicht bin. Was denn? Einen Yuppie mit zurückgegeltem Haar und einem dicken Portemonnaie? Ja, ja, so ungefähr. Pimp mal Andi. Das war ein Witz. Es ist nicht witzig, das ist ja das Schlimme. Sie will aus mir so einen zweiten Tristan. Vielleicht bin ich einfach nicht gut genug für sie. Andi, ihr seid gerade erst wieder zusammengekommen. Wahrscheinlich ist sie unsicher. Genau. Hey, sie hat dir monatelang die Vergewaltigung zugetraut. Irgendwie zumindest. Das will sie jetzt wieder gut machen. Und dabei ist sie über das Ziel hinausgeschossen. Mehr nicht. Aber ich kann... Bier? Jo. Auf. Also, auf unsere Frau Doktor! Und auf ihr wiedergefundenes Liebesglück. Sag mal, ich will nicht unverschämt sein, aber habt ihr auch was Richtiges zu essen? Ja, klar. Haben wir ganz vergessen. Voilà. Was ist das? Kaviar mit Bratwurst. Bratwurst mit... Klingt extravagant. Los, probiert! Ich weiß nicht, ob ich das will. Wie kommt man denn auf so eine Kombi? Teamwork. Die Bratwurst war von mir und der Kaviar von Helena. Ja, und zusammen schmeckt das super lecker, also stellt euch nicht so an. Und? Wow. Auf unsere zwei Welten. Und ich hatte mich schon so auf einen gepimpten Andi gefreut. Ich wäre echt froh, wenn ich endlich mal mit meinem Studium fertig wäre. Ja, das ist echt ein super Gefühl, wenn es endlich vorbei ist. Natalie, hey! Wollte gar nicht stören, kannst du dich vielleicht konzentrieren? Das kannst du vielleicht selbst machen. Komm rein, Besuch! Natalie, wir feiern gerade Helenas Uni-Ende. Schön! Naja, jedenfalls habe ich mir fest vorgenommen, dieses Jahr mal so richtig ranzuklotzen, damit ich alles. Na, Natalie! Helena, ich habe schon gehört, Sie haben Ihre Doktorarbeit fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, jedenfalls, ich habe selber nicht mehr geglaubt, dass es jemals ein Ende hat. Kann ich mir vorstellen. Konstantin, hörst du mir überhaupt zu? Praktikum, klar. Weißt du schon, was du machen willst?